Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3, der Lost Artifact. Das war noch nicht mal so Absicht. Das war keine Absicht. Das war aus Versehen. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin. Da ist die Strömung, da soll ich nicht hin. Hier kann man aber hoch. Und ja, dann wärst du ja auch zurückgekommen und zurückgefahren, zurückgerollt, ja. Zurückgesprungen. Entschuldigung. Geil. Dreieck fahren. Dreieck rollen. Dreieck schwimmen. Die Zuschauer einfach nur... Was denn jetzt? Nee, Zuschauer eigentlich einfach nur, ja, der ist so wie immer. Jo, auf jeden Fall. Oh, guck mal, ich kann sogar die Hechtrolle. Auf jeden Fall. Ist sehr passend für ein Unterwasserlevel. Ja, die Hechtrolle. Knolle. Knolle. Knolle, Knolle, manche Strecke. Nee. War cool. War cool. In so einem ganz breiten Kopf sitze ich da und sage einfach nur wacka, wacka. Wacka, wacka. Wacka, wacka. Ja, das ist der Tunnel, das wissen wir. Ja, also geht es nur da unten lang. Ja, aber es ist ja, das kann ja nicht sein. Doch. Ja, leider schon. Aber dann kann ich beim Hauptgang ja noch gar nicht weiter. Genau. Nun, da ist eine Wand. Ja, ich sehe es. jetzt habe ich es gesehen. Jetzt bist du tot. Ja, macht ja nichts. Ich verliere gerade nichts. Oh, Moment mal doch. Ich könnte... Doch einfach. War das jetzt sinnvoll? Wo hast du denn gespeichert? Weiß ich nicht mehr. Lass mich mal kurz gucken. Nee, okay, hier kann man nicht hoch. Dann lass einfach laden. Ja. Ach so, ja. Ja, das habe ich mir das nicht gedacht. Das ist mein privater Safe. So, ja. Och nee, jetzt tauch noch mal in diesen scheiß Gang. Der mit dem Krokodil? Ja. Gut. Weil das ist im Moment einfach der einzige Weg. Ja, aber ich will woanders hin. Ach ja, hier war ja gar nichts. Ja, das meine ich doch. Das ist ja das Problem. Hier war einfach nichts. Aber auf der anderen Seite. Ich könnte natürlich ganz breitköpfig einfach mal gucken, ob man diese Türen, wo das Zeug rausfließt, nun öffnen kann. Nee, kann man nicht. So muss ich eigentlich gar nicht nachgucken. Hier, guck, kann man nicht. Nee, das geht erst ab 4, ne? Diese komischen Falltüren und so. Ja. Ich hatte noch mir eingebildet, was gesehen zu haben. Und zwar, wenn du jetzt nach links schwimmst. Wenn ich dann wieder lebe gleich. Ja. Das Tauchlevel ist auch maximal nervig. Also, wenn ich jetzt nach... Nein, Marco, wir stellen uns nur ganz schön doof an. Ja, wenn ich jetzt nach links schwimme. Meintest du hier oder woanders? Warte mal, hier ist auch was. Nee, hier meinte ich jetzt aber nicht. Ich meinte, wenn du jetzt weiter schwimmst und dann geradeaus runter unter diesem Bug lang und dann genau, da, geradeaus und hoch. Okay, ja, stimmt, das sieht aus wie... Nee. Boah, das sah so vielversprechend aus. Nichts. Also, erstmal das Dämlichste ausschließen. Zurück können wir ja gar nicht. Also, es muss in diesem großen Bereich hier irgendwas sein. Ja. Kannst du, nee, da raus kannst du nicht, nee. Nee, hab ich schon versucht. Wahrscheinlich muss man dafür erst den Wasserstand erhöhen oder sowas. Ist nix. Ja, und hier komme ich dann halt nur zurück, ne? Hier
Ja, ach, da ist ja auch alles dicht. So ist es. Oh. Ja, wie soll man da... Was soll das denn? Du bist gerade mit dem Kopf gegen die Tür gerannt und dann hat sie sich geöffnet. Gut, dass du das gemacht hast. Ja, das ist die Lösung also. Sehr schön. Wo soll man das denn wissen? Arma musste wahrscheinlich auf sich aufmerksam machen, damit dieser Typ rausstürmt. Ja, der kann hat sein. Die geöffnet. Aber du hättest wahrscheinlich auch Purzelbäume schlagen können. So, da kam jetzt irgendwie das Öffnungsgeräusch. Wahrscheinlich aus dem anderen Raum hinter einem. Ah, hier ist nichts. War das nicht die Tür? Diese Tür? Die da, ja, die meine ich. Ach, die. Hm. Geil. Boah, jetzt ist wieder dieses nervige Sirenengeräusch. Ja. Boah. Das kann ich ja jetzt gebrauchen. Genau das. Findest du es immer noch schön, dass du den Sound jetzt auch hörst? Ja, im Moment nicht so. Nun. Ja, jetzt öffnen wir die beiden Luken da unten. Also ich denke mal, logischerweise, dass das hier jetzt die andere Tür öffnet. Ja. Ja, so ein Wasserviech wieder rausgefreige. Da ist es jetzt. Da liegt was auf der anderen Seite. Ja. Eine Rakete. Oh! Oh! Ah. Raketenwerferlein? Eine Waffe, die ich glaube, in meinem echten LP halt auch gar nicht benutzt habe. Einfach. Ja. Doch, am Ende gegen die Riesenviecher, aber sie war halt sie ist so schwach. Wie schwach? Ja, der Raketenwerfer ist im Vergleich zu Diegel schwach, was so DPS-mäßig, weißt du? Ach so. Na, natürlich sind die meisten Gegner beim ersten Treffer tot. Aber das sind ja auch die Gegner, bei denen er sich nicht lohnt, weißt du? Und die Gegner, wo man denken würde, hier lohnt er sich. Ja, aber bei diesen roten Dinos lohnt er sich doch. Oh, das stimmt, ja klar. Da lohnt er sich, da habe ich ihn aber nicht benutzt. Nun. Nun. Um dann behaupten zu können, dass er sich nicht lohnt. Ja. Hi. Ich feiere gerade, wie dämlich ich manchmal bin. Hier ist... Nochmal so eine Bulb. Bulb. Bulb wird alles besser. Noch eine Bulb. Da geht's rechts rum. Rechts. Einstieg in Fachrichtung rechts. Ja, aber das ist ja echt ein Glücksfall jetzt, dass wir da die Tür noch gefunden haben. Ja, dass ich... Also, dass wir das rausgekriegt haben, dass die Tür so aufgeht. Indem man dagegen rennt. So, was ist das denn da oben? Was sind das denn für Viecher? Das sieht jetzt wieder ein bisschen cool aus, ne? Was ist denn das? Naja, das sind wahrscheinlich so Missbildungen aufgrund des Infada-Artefakts oder sowas. Ja. Und diese Suppe ist bestimmt auch dadurch entstanden. Fing da gerade der Secret Sound an? Nee. Nee. Hab mich geirrt. Triffst du ihn denn? Ja. Ist tot. Das ist auf jeden Fall cool hier. Ja. Also auch wenn es so eine sterile Station und so ist. Diese Flüssigkeit, dieses ganze Organische und die deformierten Tiere hier. Deshalb auch das komische Krokodil wahrscheinlich eben. Ja. Ein Ichthyosaurus oder sowas. Nun. Da hinten die Schwede. Weil, wie wir alle wissen, dieses Infada-Zeug, ja, die Evolution beschleunigt. Ach, ich sehe schon. Wie auch immer die Evolution beschleunigt werden soll. Nun, so. Ja. Indem Lara ausgelöscht wird. Weil die Evolution ist ja nur anwesend. Selektion. Ja, ist ja nur anwesend dadurch, dass Wesen sterben und andere überleben. Wie soll man das beschleunigen?
War es nicht irgendwie so, dass die DNA dann einfach extrapoliert wird? Also, dass Du anhand meinst, der dass vorhandenen. die Auswucherungen, die Mutationen sozusagen verstärkt werden, oder was? Ja. Das würde ja auch erklären, warum Willard plötzlich so viele Beine hatte. Warum generell alles irgendwelche zusätzlichen Gliedmaßen Das bekommt. ist, scheint ja geil zu sein dann. Das. Das ist gut. Das, ne, dass das so eine Art. So. Es erinnert mich ein bisschen an Extrudieren. Ja. Nun! Shit. Da liegt übrigens was. Stimmt. Was Da ist kannst das? du bestimmt hin. Ich weiß Ist nicht, das der vielleicht. Bronzedrache? Weil es hat gerade ein bisschen wieder diese Fantasy-Elemente. Ist das 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 ist Arsch? es! Das ist es! Warum liegt das da einfach? Sind die dumm? Ich dachte, die wollten das haben. Ja, die sind wahrscheinlich noch nicht drangekommen, ne? Die haben diese ganze Station drumherum gebaut. Nee, es macht keinen Sinn. Nein. Weil die müssen das Artefakt ja auch aus dem Safe haben. Oder sie Warum haben die es wollten dann es. hingelegt? Oder sie wollten es hier haben und wollten diese Schlacke erzeugen. Aber wofür das? Das ist eine gute Frage. Also, sie haben es ja wahrscheinlich aus Willards Besitz genommen. Aber es macht ja Genau, so keinen habe ich es Sinn. Weil verstanden. es gab ja die Explosion. Also, das Ding wurde schon mal zu Willard getragen in diesem Safe. Das dann aber haben die es wieder geklaut. Aber es macht auch keinen Sinn, dass Willard das Artefakt schon mal hatte, weil dann hätte er es ja benutzt, um sich da weiterzuentwickeln in dem normalen Tomb Raider, weißt du? Ja. Irgendwie habe ich den Zusammenhang mit dem Artefakt, wo es war, wo es hin soll, noch nicht ganz gerafft. Nee, ich auch nicht. Naja, gucken wir mal, ob man da stehen kann. So Tony-mäßig. Nee, Nicht rennt man. ohne zu brennen. Okay, heißt, wir müssen die irgendwie rauskriegen, diese Schlackre. Die muss da weg. Sag mal, diese Rohre, die da hängen, sind die funktionell? Nee, da kommt gar nichts durch. Womit sind denn die verbunden? Auch nicht ersichtlich. Mit nix wahrscheinlich. Ja. Da kam ich rein, ne? Ja. Kam ich durchs Wasser oder kam ich? Ich glaube, du kamst durch diese Tür. Nee. Doch, doch. In die mit diesen Käfigen, da warst du schon. Nee, da war ich noch nicht. Was ist Stimmt. das? Ah, das sind halt die ganzen, wahrscheinlich die ganzen Tiere, an denen das. Das sind aber Das sind Menschen. Menschen. Das sind wahrscheinlich Verstorbene, die untersucht werden oder sowas. So, war, bitte sag mir, dass einfach unter der Kiste was war. Nee, Nee. doch. Doch. Das war alles, hoffe ich. Wüsste jetzt auch nicht, wozu man die sonst benutzen sollte. Nee. Gut, das war alles aus diesem Raum. Und Story natürlich gewisserweise. Er hat's eilig. Das ist ein Hebel, den muss man drücken. Dafür müsste man. Wö, war da, lag da Munition? Nee. Ich dachte gerade, in einem Käfig lag Munition. Ah, ich verstehe. So, überprüfen wir es noch kurz. Meinen Gedanken, den ich jetzt habe, das ist hier. Nee, geht gar nicht weiter. Schade. Da ist doch aber. Ja, wir hatten den irgendwie reingelassen. Das heißt, hier muss sich irgendeine Tür geöffnet haben. Nun! Was machst du eigentlich, wenn dir die Medipacks ausgehen? Das tun sie nicht. Ich glaube einfach fest daran, dass sie es nicht Das tun. denke ich bei Tomb Raider 4 auch immer. Nur No. da ist es auch berechtigt. Ja, weil da wird man ja zugeschüttet, das stimmt. Medipacks und Gegner war da ja nie das Problem eigentlich. Ja, hat mir jetzt möglicherweise aber nichts gebracht. Ja, so auf den ersten Blick. Ist da nicht wirklich was? Wir hatten so komische
Mutant Samples. Mhm. Also Proben von so Mutanten praktisch. Was denn da oben? Da warst du schon, ne? Da war ich schon. Ja. Da war irgendwie nichts ersichtliches. Aber wir haben so Mutantenproben. Mal gucken, ob man die mit irgendwas zusammen benutzen kann. Mit den Rohren? Nun! Nein! Ja, ob man die Mutantenproben mit irgendwas... Also, wo habe ich gespeichert? Vielleicht... Ach ja, komm, das probieren wir gerade noch. Hier runter. Ich wollte nämlich mal kurz die Käfige checken oder so. Aber mit denen kann man es nicht benutzen. Hm. Hier ist auch sonst nichts. Diese Kiste hatte ich noch nicht weggeschoben. Vielleicht ist unter dieser Kiste was, wenn das... Die kann man doch gar nicht verschieben. Die ist doch auf so einem Sockel. Außer von der Seite, ja. Genau, so meine ich das. Boah, nee. Doch. Doch. Doch, doch. Mal gucken, ob da vielleicht was ist. Na. Ah. Ja. No. No. Okay. Und das zweite? Kann man nicht mehr reinmachen. Sagt oder sie auf der anderen genau. Seite vielleicht? Hier? Ja. Ja, klar. Und dann aktiviert man die beiden Rohre oder was? Könnte sein. Ja, jetzt ist da nämlich Wasser drumrum und jetzt können wir dran, ohne zu brennen. Okay. Weil unter Wasser brennt das Zeug ja irgendwie nicht. Oh, nee. 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 Wäre sowieso glücklicherweise gestorben, nachdem ich... Oh, es sind halt zwei. Kannst du die nicht von Land aus... Ja, ich muss ja da nicht mehr hin, eigentlich. Ja, aber du musst da vorbei an denen... Und sonst musst du sie halt mit den Pistolen. Ach so, du meinst, du musst gar nicht vorbei. Ja gut. Ja. Da ist jetzt Wasser und jetzt kannst du das Ding aufheben. Da war allerdings ebenfalls ein Viech. Sogar ein Viech oder Viech gesagt? Ein Viech. Oh, ein Viech. Ein Viech. Viech. Ja. Hm. Yeah. So. Da. Schab die Pranke. Den Faderpranke. Och nee, ich musste doch nochmal vorbei. Nee, ja. Nee, musste ich nicht. Musste ich nicht. Da ist ein Hebel. Was ist da? Ein Hebel. Links. Ja. Ach, sie ist leer. Hör auf. Nerv nicht. Wie halt meine Harpunen auch leer sind. Das ist ein Delfin, der macht doch gar nichts. Stimmt. Gut, dass sie leer sind. Der stupst dich nur. Ah, wie süß. Schon immer von Delfinen gestupst werden. Nun, da liegt noch was Cooles, die Uzis, um genau zu sein. Yay. Langsam kommen meine alten Freunde wieder zusammen. Oh, na so. Oh. Ist knapp. Nee, wird doch nicht knapp. Da ist das Boot. Das Boot! Da ist Boot! I'm on a boat. Speichern erstmal. Yay! Yeah. Sleeping with the Fishes. 3 von 3 Secrets. Yay! Yeah. Geil. So, wie immer werde ich aber noch einen kurzen Ausblick aufs nächste Level geben. So, dieses Level trägt einen Namen, den ich gleich erst nachprüfe. Man kommt hier auf jeden Fall sehr schnell an Land und ich vermute mal, dass man da nicht mehr ins Wasser muss. Ja, das ist sehr schön schon mal. Ja. So, das Level trägt den Namen. It's a Madhouse. Hört sich cool an. Okay. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! Ciao!